Abend allerseits hier aus der Schalke Arena. Da kommen sie. Und wir sind ja schon ein bisschen spät dran, deswegen gleich ein Blick auf die Mannschaftsaufstellungen. Und da gibt es bei Schalke nämlich eine positive Überraschung für die Fans. Der Kapitän Walldorf ist doch dabei. Er, der eine schwere Verletzung hatte, kann spielen. Man hat einen Test gemacht und er wird in der Innenverteidigung so lange versuchen, wie es eben geht. Vor der Abwehr wieder Nemetz, dann im Mittelfeld Asamoah, Möller und Böhme. Nicht dabei ist ein Penza, der hat eine Oberschenkelverletzung und deswegen Marc Wilmots weiter vorne, sicher im Wechsel mit Asamoah und ganz vorn in der Spitze Ebbe Sand. Der FC Bayern München mit der Viererkette, aber nicht mit Sagnol, dem Franzosen, rechts, sondern mit Kufur, Jeremies, Effenberg und Hargreaves im Mittelfeld. Und Ottmar Hitzfeld sagte mir heute Mittag, wir spielen mit drei Stürmern, also mit Sergio links, mit Elber und mit Santa Cruz, einem südamerikanischen Angriff. Und das ist der Schiedsrichter, Herbert Fandl, gelernter Konzertpianist. Ihm wünsche ich heute die immer zutreffenden Töne. Walldorf, der Kapitän der Schalker. Ja. Nochmal Eckball, den Kahn da nicht mehr verhindern konnte. Böhmes Eckball. Und Tor! Und was für ein Hammer von Marco van Hoogdalem. Genau in der 100. Minute, in der 100. Minute. Ein knallharter Schuss von Marco van Hoogdalem. Und da wird der lange Mann zum Größten für Schalke. Unhaltbar für Kahn. Ein Schuss wie ein Strich. Königsblauer Karneval in der Schalke Arena. Ich bin sicher, dass jetzt Yves Stevens da öfter auf die Uhr schaut. Und Ottmar Hitzfeld genauso, der aber von außen Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Jetzt aber die Riesenchance und das ist die endgültige Entscheidung durch Böhme. Böhme schießt Schalke nach Berlin. Und krönt damit eine Reihe von tollen Spielen, die er im königsblauen Dress zuletzt absolviert hat. Hier nochmal die Entstehung. Schön, wie er sich da anbietet. Spitzer Winkel zum Tor. Und mit links mit dem Außenriss. Keine Chance für Kahn. Und jetzt weiß auch Yves Stevens, er fährt nicht nur mit dem Möbelwagen, sondern auch mit seiner Mannschaft nach Berlin. So sehen Pokalhelden aus. Marc Wilmots längst. Ohne Trikot, jetzt wird gefeiert. Hey, 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 hey.
innerhalb von 5 Wochen zweimal über den FC Bayern München triumphiert. In der Bundesliga 5:1 und jetzt hier mit 2:0 im Halbfinale des Pokals.